So, liebe Barbara, hier jetzt unser Montagsspezial. Und zwar haben wir für euch den neuen Einkaufsmarkt der Familie May, Otto May und seiner Tochter Jasmin besucht. Der Otto ist ja schon seit Jahrzehnten in Bobbert eine Institution. Er unterstützt, ich glaube, alle Vereine und alle Ortsbezirke. Wenn irgendwo mal Not am Mann ist, wenn irgendwo ein Unterstützer gesucht wird, dann ist der Otto immer da. Und da der Otto mitten im Boppard ein recht großes Sortiment auch unseres lokalen Umfelds abbildet, das werdet ihr aber gleich alles in dem Video erfahren, haben wir gedacht, das ist einfach ganz wichtig, dass wir euch diesen neuen Markt mal vorstellen und zeigen. Die Eröffnung ist am Donnerstag, hier schon vorab die ersten Bilder dazu. So, viel Spaß bei unserem Video. Wir sehen uns spätestens am Freitag. Bis dann. Ich begrüße ganz recht herzlich die Zuschauer von Boppard aktuell. Lieber Frank, schön, dass du da bist mit dem Philipp. Es gibt Neuigkeiten, bald ist es soweit. Und von Tante Emma oder Onkel Otto Laden kommt es dann zu einem Laden der Familie May. Hier oben seht ihr das Repro. Und zur Familie May gehört natürlich meine Tochter. Wir beide werden den Laden weiterführen mit unserem Herz für Boppard unter dem Motto: Heimat ist kein Ort, sondern Heimat ist ein Gefühl. Wir sind zwar noch nicht mit allem fertig, aber am Donnerstag sind wir startklar. Wir übermitteln euch jetzt mal einen Eindruck, wie es jetzt schon aussieht. Ich sage allen herzlich willkommen. Wenn wir jetzt mal schauen, kommen Sie rein in eine wunderschöne Obst- und Gemüseabteilung. Und dazu wird meine Tochter was sagen. Liebe Jasmin, Obst und Gemüse ist unser Steckenpferd, Frische ist Trumpf. Und jetzt, lieber Jasmin, bist du dran und erzählst bitte den Zuschauer von Boppard aktuell, was alles hier passiert. Ja, liebe Zuschauer von Boppard aktuell, wir befinden uns jetzt quasi direkt im Eingangsbereich an der Obst- und Gemüseabteilung. Wir haben aufgestockt unser Sortiment in den Frische-Bereichen, das heißt, wir machen selbst hergestellte Convenience und Salate und viel mehr Fresh-Cut-Artikel für den gesunden und schnellen Genuss im Alltag und stressfreies Einkaufen. Wir haben hier komplett noch einmal für unsere Salate zum Kühlen, die Kopfsalate und das Fruchtgemüse. Anschließend folgt eine Kräutertreppe auf dieser Seite und da wird ein ganzer Kopf nur mit Bio-Sachen sein. Wir haben auch Regionallieferanten, wir haben den Kartoffelbauer Zils aus Rübenach und jetzt zusätzlich noch einen Zwiebelbauern aus Wolken, die werden uns beliefern. Und hier drüben, quasi im Abschluss, kommt die neue Salatbar, wo wir auch in Eigenproduktion den Kunden selbst hergestellte Salate bieten werden. Und es wird auch eine Saftpresse geben. Auf der anderen Seite haben wir unsere Fairtrade-Regale in den Fokus gerückt. Boppard ist ja Fairtrade-Town und wir möchten einfach den nachhaltigen und fairen Konsum noch mal ein bisschen mehr ins Augenlicht drücken, dass der Verbraucher da halt auch noch mal drauf aufmerksam wird und haben das extra für euch auf einen Kopf gebündelt, dass ihr genau wisst, hier wird fairer Handel großgeschrieben und es ist für uns eine Herzensangelegenheit, das auch weiter zu fokussieren. Unser nächstes Steckenpferd und auch Herzblut sind unsere Regionallieferanten. Auch da haben wir das Sortiment aufgestockt. Wir bieten euch den Fazienda-Kaffee an, hier aus Boppard, von der Fazienda La Esperanza. Wir bieten euch Nero-Kaffee aus Koblenz an, die Senfmühle und Ölmühle von Bedesta. Dann haben wir hier oben aus Kamp-Bornhofen jetzt neu dazugenommen den Rheingraf mit Herstellung von Suppen und auch Wurst. Dann haben wir die Hunsrücker Genussmanufaktur vom Heretz mit Senf, Öl und Marmeladen. Dazu gekommen ist auch Marmelade aus Schneppenbach im Hunsrück. Und hier oben finden wir auch den Honig vom Herr Merz, auch einen heimischen Honig. Ganz besonders wichtig, die Imker da auch zu unterstützen. Und auf der Seite finden wir dann noch heimische Spirituosen und eingelegtes und nochmal Eintopf und Wurst. Alles aus der Region. Wie ihr das jetzt vielleicht schon ein bisschen sehen könnt, es ist alles großzügiger, die Deckenhöhe und alles mit Tageslicht. Es ist ein Rewe Green Building Standard Gold. Das heißt, wir sind 40% energieeffizienter als ein normaler herkömmlicher Supermarkt. Und auch wenn man jetzt als Kunde unseren neuen Laden betritt, wird man merken, dass die Führung
des Einkaufes etwas anders ist. Früher konnte man von vorne nach hinten durchschauen. Jetzt haben wir unsere Artikel und Sortimente für euch bedarfsgerecht in Gruppen gepackt. Wir haben quasi Welten geschaffen, eine für Frühstück, eine für, ich sag mal, Mittag und Kochgeschäft, was man alles so für den täglichen Bedarf braucht. Und so führt ihr quasi jede kleine eigene Welt in die nächste hinein. Und wenn ihr an der Kasse kommt, habt ihr alles eingekauft, was ihr für jeden Tag braucht. Auch jetzt, wie gewohnt, wir haben schon auch in unserem alten Laden auch den Mittagstisch schon angeboten oder das Mittagssnack-Angebot. Jetzt sind wir richtig groß und noch besser für euch aufgestellt. Ihr kriegt morgens bei uns belegte Brot und Brötchen fürs Frühstücksgeschäft. Mittags geht es über in den Snackbereich. Ihr findet bei uns noch alle Angebote, unsere Hamburger, vom Spießbratenbrötchen, Fleischkäse und irgendwann auch komplette Menüs. Und ganz neu bei uns jetzt auch der neue große Backstand. Bake-off-Artikel, morgens mit Frühstück, Brotbrötchen, Donutständer, alle frischen Baguette-Sorten, die wir anbieten und mittags natürlich auch für euch herzhafte Snacks und auch Hier heißt es auch Nudel aus der Region, angefangen mit dem Geflügelhof Böhmer, direkt aus Holzfeld, angefangen mit Mauers Deichstadt an und angefangen mit Wellernudeln. So unterstützen die Region, sie die Region und die Landwirte. Das ist uns sehr wichtig. Wir haben nicht nur in Zukunft eine neue Fleischtheke, sondern wir sind einen anderen Schritt gegangen. Wir bekommen in Zukunft unsere Fleisch- und Wurstwaren von der Firma Bayer aus Niederwalmenach, 26 Kilometer von hier entfernt. Googeln Sie mal die Firma Bayer. Die Firma Bayer schlachtet nach Tierwohl und wir werden kein Standardschwein, Schweinefleisch mehr hier drin haben. Wir bekommen unsere Fleisch- und Wurstwaren von der Metzgerei Both und an alle Salziger. Dann gibt es auch noch die berühmten Liesenfeld-Wurstwaren. Mein Name ist Felix Karl. Ich bin heute hier vor unserem neuen Rewe Green Building der Stadt Boppard. Freue mich drauf, euch nächste Woche am Donnerstag ab 7 Uhr hier begrüßen zu dürfen. Wollte euch einfach einen kleinen Einblick geben. Zusammen mit den Winzern der Stadt Boppard, den 7 Winzern, habe ich ein neues Weinpaket zusammengestellt. Dabei Weingut Michael Schneider, Rolf Bach, Toni Lorenz, Königshof, Heilig Grab, Walter Perl, August Perl und dazu noch die Flasche Renser Mineralwasser von unserem regionalen Partner. Da geht es jetzt weiter in die Molkerei- und Frischeabteilung. Da findet ihr alle Milch, Joghurt, Quark und Käsesachen. Und im Anschluss dazu schwenken wir hier nochmal an der kleinen Weinabteilung vorbei, vorne mit den Regionalen auf dem Kopf. Die größere Weinabteilung, hat der Felix schon gesagt, findet ihr dann drüben im Neubau. Aber alles, was das Herz begehrt, findet ihr auch im kleinen Format hier. Da haben wir dann hier unser Eierregal, das wird nächste Woche frisch für euch befüllt. Auch wieder mit unseren lokalen Eierlieferanten, Holzfelder Eier und die Böhmer Eier. Die werdet ihr hier finden. Auf der anderen Seite kommen wir dann in den Drogeriebereich, wo ihr die Sachen des alltäglichen Bedarfs findet. Tiernahrung, Waschputzreinigungsmittel und Hygieneartikel. Ja, und hier drüben haben wir gestern schon ganz fleißig für euch befüllt. Unsere Tiefkühlware ist schon angekommen und auch da sind wir an Sortiment gut aufgestellt und haben auch viele neue Artikel für euch dazugenommen. Dann kommen wir hier hinten langsam Richtung Kasse und dort finden wir alle Artikel im Getränkebereich für zu mitnehmen und auch eine große gekühlte Front an Getränken. Und auf der linken Seite hier drüben haben wir dann die ganzen Snack- und Süßwaren. So, ein kleiner Blick hinter die Kulissen, auch vielleicht für unsere zukünftigen Mitarbeiter. Wir haben es hier schön gemacht für alle unsere Kollegen im Team, damit man nach einem stressigen Tag mit vielen netten Menschen und Kunden sich auch schön entspannen kann.